einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich diese Frau begrüßen, die in Mönchengladbach aufgewachsen ist, dann aber als Juristin und Finanzexpertin eine glänzende Karriere in New York gemacht hat und Zugang hat zu den sonst so verschlossenen Zirkeln der amerikanischen Hochfinanz. Und genau diese Welt wird derzeit erschüttert von einem Skandal, der immer weitere Kreise zieht. Es geht um diesen Mann, Jeffrey Epstein, hunderte Millionen Dollar schwer, ein geheimnisumwitterter Mann, von dem auch sie nicht so richtig weiß, woher das viele Geld eigentlich kommt, und ein verurteilter Pädophiler, der vor wenigen Tagen in einem Knast tot aufgefunden wurde, den die New Yorker Kakerlaken-Motel nennen. Ein Mann, der eine Privatinsel besaß und dessen Privatjet die New Yorker Lolita Express nannten, weil schon 2008 Dutzende minderjährige Mädchen aussagten, dass sie von ihm missbraucht worden seien. Das Urteil fiel dennoch so milde aus, dass Epstein und seine reichen Freunde zum Symbol einer Elite wurden, die offenbar mit allem davonkommt. Und mittlerweile erreicht der Skandal auch das britische Königshaus. Herzlich willkommen, Sandra Navidi. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und weil im Fall Epstein auch der Name Trump eine immer größere Rolle spielt, ist es gut, diesen Mann heute bei uns zu haben, Amerika-Korrespondent des ZDFs. Er ist aber auch derjenige, der uns seit vielen Jahren die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus erklärt. Und deshalb wollen wir mit ihm heute über das Dilemma sprechen, in dem die Bundesrepublik gerade steckt. Wie umgehen mit den jungen Deutschen, denen jetzt im Irak und in Syrien die Todesstrafe droht, weil sie beim IS waren? Und wie umgehen mit deren Kindern, die unter teils erbärmlichen Bedingungen mit in diesen Gefängnissen sitzen? Das fragen wir Elmar Thewissen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Freue mich sehr. Ja, dieser Mann ist einer dieser Väter, die hilflos mit ansehen mussten, wie seine Söhne, die bis dahin ein völlig bürgerliches deutsches Leben gelebt hatten, mit Abitur und Studium von falschen Freunden in einer Moschee in Kassel radikalisiert wurden, sich heimlich aufmachten ins IS-Gebiet und sich schließlich in einer Videobotschaft von ihren Eltern lossagten, speziell von ihm, die deutschlandweit Schlagzeilen machte, weil sie auf verstörende Weise zeigt, was religiöser Fundamentalismus anrichtet. Kann. Jeder Bruder hier im Islamischen Staat, jeder Muslim, ist mir lieber als du selber, obwohl du mein eigener Vater bist. Warum? Weil du gegen den Islam arbeitest. Ein harter Satz, immer noch. Wir haben uns schon einmal ausführlich mit seinem Fall beschäftigt. Die deutschen Behörden hatten ihm damals erklärt, dass seine Söhne tot seien. Doch das war, wie sich jetzt herausstellt, höchstens die halbe Wahrheit. Einer von ihnen lebt, sagt er. Und ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Herzlich willkommen, Joachim Gerhardt. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und wir freuen uns über den Besuch eines Mannes, der jetzt im zarten Alter von 42 fand, dass es höchste Zeit sei, endlich die Biografie zu schreiben. Man muss sagen, er ist tatsächlich spät dran, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Florian Hambüchen, der große Turner, seine Biografie schon mit 23 veröffentlicht hat. Er gilt seit langem schon als einer der besten Köche Deutschlands, Sternekoch. Als der Stern kam, sagt er, das war der Moment, in dem ich wusste, ich hab's geschafft. Doch kaum einer kennt die Geschichte dahinter, war 10, als aus einem Kleinstdorf in Ostanatolien an der Hand seiner Mutter nach Deutschland kam. Und die Frage ist, wie hat er dieses Deutschland erlebt, wie auch diesen unglaublichen Wandel, der seitdem stattgefunden hat und über den er den interessanten Satz schreibt, auch Nazis essen heute Döner. Und natürlich schreibt er auch über sein absolutes Lieblingsgemüse, nämlich Tomaten, und sagt, ich bin mit Tomaten groß geworden, leider nur 1,70. Herzlich willkommen, Ali Küngerwitz. Freue mich sehr. Oh, ja, ja. Tomaten dein Lieblingsgemüse, weil es Heimaterinnerung ist, oder warum? Ja, immer schon als Kleinkind sozusagen in den Garten gegangen und dann Tomaten gepflückt. Mama hat dann frischen Fladenbrot gebacken und dazu gegessen, getrunken haben wir Ayran. Ayran kennst du, das ist so ein Joghurtgetränk. Ja, ja. Das war göttlich. Also die Tomate werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ja. Klar, alles super Bio. Alles Bio. Ja, genau. Und ja, die Sonne, Bio, alles selber gemacht und
wir sind ja nicht in Reichtum aufgewachsen. Und das, was du nicht kennst, das vermisst du auch nicht. Und das, was du kennst, das schätzt du einfach. Also, es ist eine tolle Lebensgeschichte, Ali. Ich freue mich sehr, die gleich zu hören. Zunächst aber wollen wir über ganz ernsthafte Dinge sprechen. Elmar, Donald Trump versucht, Grönland zu kaufen. Oh ja. Was ist da los? Es ist krachend gescheitert, ganz offenbar. Ja. Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Es kann nicht wahr sein. Ich dachte, wir wissen eigentlich jetzt schon alles von ihm und uns kann eigentlich nichts mehr überraschen. Aber der Präsident hat etwas, das nennen wir Chopper Talk. Chopper Talk? Chopper Talk. Das heißt, statt einer Pressekonferenz steht der Präsident am Weißen Haus. Der Hubschrauber ist startbereit. Okay. Und er will dringend was loswerden. Und das nicht nur 5 Minuten lang, sondern das kann bis zu einer Stunde dauern. Ihm werden Fragen gestellt. Und da geht das dann ein Ritt über den Bodensee von der Wirtschaft über solche Themen wie Grönland bis zu was auch immer. Und in diesem Fall hat er halt tatsächlich zugegeben, was rausgesickert war. Er hat Interesse, Grönland zu kaufen. Und hatte offenbar deshalb auch vor, in Dänemark halt die Ministerpräsidentin zu treffen bei seiner Europareise. Die hat ihn gerade abblitzen lassen, hat ihm signalisiert, wir sind nicht interessiert, Grönland zu verkaufen. Wir möchten Grönland nicht verkaufen. Ja. Und er hat dann jetzt gesagt, bei einem neuen Chopper-Talk, gesagt, das wäre doch sehr garstig von ihr gewesen. Er findet das nicht in Ordnung, das einfach mal so zu sagen, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe. Und deswegen hat er seine Dänemark-Reise jetzt abgesagt. Ist auch schwer nachvollziehbar, dass man Grönland nicht verkaufen möchte. Einfach so. Man muss auch mal die Grönländer fragen, ganz nebenbei. Es sind 58.000 Leute, die da leben. Ja. Leben aber auch offenbar auf einem Stück Land, was aus Sicht von Donald Trump ja wertvoll sein könnte. Ja, weil da was ist. Natürliche Ressourcen. Seltene Erden. Seltene Erden, vielleicht Gas. Dadurch, dass wir den Klimawandel haben, ist es vielleicht auch künftig einfacher, da ranzukommen. Strategisch spielt Grönland auch vielleicht eine große Rolle, weil man damit Anspruch erheben kann auf den arktischen Raum, zumindest einen größeren Teil, als man bisher durch Amerika natürlich selber hat, durch Alaska, das dort anstößt. Also strategisch kann man auf den Gedanken kommen. Geologisch übrigens auch. Geologisch auch. Grönland gehört geologisch, habe ich mir immer mal erzählen lassen, zu der Platte, zu Nordamerika. Nordamerika liegt. Offenbar war die Idee auch vor Jahrzehnten auch schon mal da. Aber Donald Trump ist halt Geschäftsmann und manche sagen natürlich, er will da ein paar Hotels aufstellen. Das erlauben die Dänen ganz offenbar jetzt eben nicht. Ja, guck mal, das hat er, ja. Ah ja, hier. Das ist großartig. Ja, und natürlich alles schön in Gold gehalten, so wie sich das gehört. Also, ich meine, hat ja eine durchaus Tradition, ne, dass die USA ein Stück Land irgendwo kaufen. Alaska ist ja auch so zu Alaska gekommen. Alaska ist ein Beispiel dafür. Also, ich glaube, was... Für kleines Geld damals übrigens, ne? Für sehr wenig Geld, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ein paar Millionen. Also Kleingeld für Donald Trump, wenn er denn tatsächlich so reich ist, wie er immer sagt. Weil der russische Zar Kriegsschulden finanzieren müsste, ne? Ja. Ich glaube, was wir hier erleben, ist etwas, Donald Trump hat eine ganze Palette von Themen, mit denen er vom Eigentlichen ablenken will. Nämlich, dass ihm, ich glaube, jetzt gerade aufgeht, dass es eng werden könnte mit der Wiederwahl. Also, das ist überraschend, ne? Das ist überraschend, ja, würden manche denken. Wie ist es denn dazu gekommen? Die Wirtschaft brummt eigentlich in Amerika. Ja. Gleichzeitig aber gibt es erste Anzeichen einer Rezession, die, so sagen Wirtschaftsexperten, glaube ich zu Recht, in Teilen von Trump mitgemacht wird, wenn sie denn tatsächlich kommt. Auch in anderen Teilen der Welt, in Deutschland, in Europa, auch in China gibt es Anzeichen dafür. Mhm. Und er merkt im Grunde genommen, dass auch die Auswirkungen seiner Politik Menschen treffen im Land. Und dann findet er andere Themen, um von diesem vielleicht wahlentscheidenden Thema abzulenken. Wie geht es dem Land wirtschaftlich? Und sagt beispielsweise beim Chopper Talk am Sonntag. Ein herrliches Bild auf der Suche nach Grönland. Wunderbar. Ja. Und sagt beim Chopper Talk am Sonntag, wieso eigentlich? Der Wirtschaft geht es doch super. Mhm. Durch die Steuererleichterung hätten die Menschen doch jetzt grandios viel Geld in ihren Portemonnaies. Die Verbraucher seien reich, hat er gesagt. Zitat. Und ich glaube, dass Menschen in West Virginia beispielsweise, die Kohlearbeiter, die in ihr Portemonnaie gucken, das nicht ganz nachvollziehen können. Mhm. Das Traurige ist, dass diese Äußerungen von Trump meistens nicht bei diesen Menschen ankommen, die nicht wirklich Vorteile von den Steuererleichterungen haben. Und die Farmer ja zum Beispiel auch nicht. Das ist doch auch eine Klientel, die ihn auch mitgewählt hat. Die Farmer sind momentan am Tropf der Bundesregierung in Washington, weil durch die Ausfälle, durch die
Zolltarife, die China verhängt hat, keine Einfuhr von landwirtschaftlichen Gütern. Da geht es um Soja vor allen Dingen. Um Soja vor allen Dingen sind die Preise in den USA noch weiter runtergegangen. Wir haben auch mit Farmern geredet, die das gerade eben erleben. Und als Ausgleich bezahlt die Regierung in Washington 100 Milliarden, um die Menschen... um im Grunde genommen sie, das ist eine Art Sozialhilfe für die Landwirtschaft in den USA. Hier würde man es Subventionen nennen. Und das ist natürlich ein großes Risiko, denn wenn sich nicht was ändert im Handelskonflikt mit China, wenn es keine Lösung gibt, dann wird irgendwann eben auch mal der Farmer zur Wahl schreiten und möglicherweise Donald Trump dafür ab. Weil wir hier eine Wirtschaftsexpertin sitzen haben, Frau Navidi, hat sich da einer verzockt in diesem globalen Handelskrieg? Soja kommt jetzt, habe ich dieser Tage gelesen, offenbar aus Brasilien, in größeren Mengen nach China und so weiter. Hat sich da einer verzockt? Ja, die Wirtschaft befand sich auf Autopilot. Unter Obama ist sie sehr langsam, aber sehr solide gewachsen. Und wenn Donald Trump gar nichts gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich eine gute Weile so weitergegangen. Aber er hat die Handelskriege vom Zaun gebrochen, völlig unnötig, die auch kontraproduktiv sind. Und alleine, wenn die Zölle nicht greifen, diese Unsicherheit, die er ständig am Laufen hält, hält Unternehmer davor zurück, Investitionen zu tätigen, Leute einzustellen. Man sieht also praktisch täglich, wie die Wirtschaft immer weiter schrumpft. So, vielen Dank für diese Einschätzung. Ganz prinzipiell, bevor wir gleich auch ein paar Bilder sehen, um diese unglaubliche Geschichte zu hören. Jeffrey Epstein. Inwieweit betrifft dieser Skandal mittlerweile, erste Frage an Elmar, auch Donald Trump? Wie nahe kommt das an den Präsidenten ran? Also Donald Trump war ein gern gesehener Gast bei den Partys von Jeffrey Epstein vor vielen Jahren. Das liegt lange zurück. Sie waren befreundet. Er ist ganz offenbar mindestens einmal auch mit seinem Jet mitgeflogen. Einmal ist bisher nachgewiesen. Mit dem Lolita Express. Mit dem sogenannten Lolita Express. Ja. Donald Trump hat offenbar auch an bestimmten Partys teilgenommen, bei denen wahrscheinlich auch minderjährige Mädchen da gewesen sein sollen. Aber es gibt keinen Beleg dafür, dass er in die Straftaten, in die Machenschaften von Epstein tatsächlich verwickelt war. Keine Belege dafür. Und Donald Trump sagt selber ganz klar, das war vor vielen Jahren, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Unsere Wege haben sich getrennt. Ich sehe den nicht mehr als meinen Freund. Er distanziert sich und versucht im Grunde genommen, die Affäre Epstein jetzt mehr bei den Demokraten zu verorten. Bill Clinton, der auch mit Jeff Epstein befreundet war, und andere, wo er sagt, das ist doch ein Beleg dafür, dass die Demokraten eher an diesen ganzen Machenschaften. Wir werden gleich Bilder zeigen von den Kollegen von NBC, die was aus dem Archiv ausgegraben haben, was belegt, wie eng diese beiden waren und ehrlich gesagt auch, wie schlüpfrig dieses ganze Ding ist. Frau Navidi, Sie wohnten in derselben Straße wie Jeffrey Epstein. Wir haben die gleiche Adresse bis auf die Hausnummer. Okay. Kannten Sie diesen Mann persönlich? Sind Sie mal begegnet? Ist mir nie begegnet. Ich kannte ihn nur aus der Presse. Okay. Dann schauen wir uns einmal gemeinsam an, über wen wir da reden und über welchen Fall wir da reden, der die amerikanische Öffentlichkeit gerade so derart auffüllt. Am 10. August wird besagter Jeffrey Epstein tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden. Der milliardenschwere Unternehmer saß wegen des Vorwurfs, Dutzende minderjähriger Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben, in Untersuchungshaft. Auf seiner karibischen Privatinsel soll Epstein einen illegalen Sexring betrieben haben. Einige der Opfer, die gegen ihn aussagen, waren zum Tatzeitpunkt erst 14 Jahre alt. Jeffrey Epstein ist als Pädophiler bereits vorbestraft. 2005 wird er wegen sexueller Belästigung Minderjähriger und Zuhälterei angeklagt. Dem Milliardär droht eine lange Haftstrafe. Tatsächlich gesteht Epstein damals einen Teil des Vorwurfs und erhält deswegen die milde Strafe von nur 18 Monaten. Ein Deal, der 2008 für große Empörung in der amerikanischen Öffentlichkeit sorgt. Nachdem Epstein seine Strafe verbüßt hat, bleibt er Teil der New Yorker High Society, führt ein Leben im Luxus und vergeht sich offenbar weiter an jungen Mädchen. Das Brisante, kurz vor seinem Tod werden Gerichtsakten veröffentlicht, die auch zahlreiche Prominente und Politiker schwer belasten. Darunter auch Prinz Andrew, Mitglied des britischen Königshauses, der Epsteins Verhalten mittlerweile verurteilt und jegliche Schuld von sich weist. Trotz der belastenden Bilder, die ihn in Epsteins Haus in Begleitung einer sehr jungen Frau zeigen.
zu Epsteins Bekannten zählen auch der ehemalige Präsident Bill Clinton sowie Präsident Donald Trump. Trump war Gast bei Epsteins Partys und sagte in einem Interview über ihn, es macht Spaß, mit ihm auszugehen. Er mag Frauen so sehr wie ich und viele sind im jüngeren Sektor. Kein Zweifel, Jeff genießt sein Leben. Der Tod von Epstein hinterlässt viele Rätsel. Wie konnte sich dieser Mann das Leben nehmen, obwohl er rund um die Uhr überwacht werden sollte? Woher stammt sein Vermögen? War er wirklich ein erfolgreicher Finanzunternehmer? Und wer sind seine Mitwisser? Staatsanwaltschaft und FBI ermitteln weiter. Können Sie uns das mal näher bringen, Frau Navidi? Wer war dieser Jeffrey Epstein? Wie würden Sie den beschreiben? Jeffrey Epstein kam eigentlich aus dem Nichts und war sehr vermögender, angeblicher Hedgefondsmanager, obwohl er an der Wall Street nie in Erscheinung getreten ist. Er hat nie große Trades oder also irgendwas abgewickelt, was Fingerabdrücke hinterlassen hätte. Woher sein Geld gekommen ist, ist bis heute unklar. Es gibt Vermutungen, dass möglicherweise er verwickelt war in ein Schneeballvermögenssystem, in eine Firma. Erstens. Zweitens, dass er ein Erpressungsschema gefahren hat, dass er also Prominente mit diesen jungen Frauen zusammengebracht hat, alles gefilmt hat. Diese Häuser von ihm, die waren alle verkabelt mit Kameras und Fotoapparaten. Und drittens, dass er möglicherweise vom Geheimdienst, von irgendeinem ausländischen Geheimdienst finanziert wurde. Denn der jetzige oder ehemalige Arbeitsminister unter Trump, der damals in Florida der Staatsanwalt war, hat einen enorm milden Deal abgenickt, den es so in der Justizgeschichte bis heute nicht gibt und der einfach nicht nachvollziehbar ist. Wir reden von Alexander Acosta, dem zurückgetretenen Arbeitsminister. Was ist damals passiert da in Florida? Worum ging es da? Dutzende Mädchen hatten ihn angezeigt. Die waren alle minderjährig. Der Fall war relativ eindeutig. Bei den Amerikanern werden solche Fälle typischerweise sehr streng gehandhabt. Und Acosta hat dann diesen enorm milden Deal abgenickt und hat später, jetzt bei seiner Vereidigung im Senat, hat er gesagt, mir wurde gesagt, der ist Geheimdienst. Ich weiß nicht, ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Epstein war im offenen Vollzug. Er musste nur in der Zelle schlafen. Dieser Zeitraum, in der er zu Hause sein durfte oder in einem Büro bei seinem Anwalt, wurde immer länger, wurde mit Luxuslimousine abgeholt. Er hat Mädchen empfangen. So sah das Knast für den aus, ja? Genau. Also eigentlich läuft dem Sinn und Zweck einer Strafe völlig zuwider. Im Grunde genommen hat er gar nichts davon gemerkt. Und der Zeitraum ist auch, glaube ich, dann verringert worden. Stand damals oder war damals auch angeklagt Donald Trump? Donald Trump ist angezeigt worden von einer damals 13-Jährigen, die ihn der Vergewaltigung bezichtigt hat. Die soll er zusammen vorgenommen haben, auch mit Epstein. 2016 hat diese mittlerweile Erwachsene die Klage zurückgezogen, weil sie gesagt hat, sie ist so unter Druck gesetzt worden, ihr ist gedroht worden mit den Worten, du ziehst diese Klage besser zurück, sonst geht es dir nachher wie der 12-jährigen Maria, die verschwunden sein soll. Wer ist die 12-jährige Maria? Das ist auch jemand, die sie vergewaltigt haben sollen und die dann irgendwie verschwunden sein soll. Jedenfalls ist der damals 13-Jährigen damit gedroht worden, das war ja mitten im Wahlkampf, dann ist die Klage zurückgezogen worden. Das heißt, all diese Geschichten, all diese Gerüchte, die da jetzt wieder hochkommen, die gab es seit Jahren in der New Yorker Society? Ja, also ich habe die auch in juristischen Kreisen, hat man das gemunkelt von 12-Jährigen und Vergewaltigung. Aber ehrlich gesagt, ich habe das nie glauben können. Ich habe auch nie abschätzen können, welche weiten Kreise das zieht. Ich habe damals in meiner Referendarszeit in Deutschland, war ich bei der Staatsanwaltschaft, ich habe Kindesmissbrauch misshandelt. Ich habe einen Fall gemacht und habe gesagt, ich kann das nicht verkraften, das ist so schrecklich. Ja. Und darüber reden die Leute natürlich nicht, denn das ist, als ob man eine Straftat zugibt. Politischen Washington, Elmar, wurde darüber auch schon länger gesprochen, gemunkelt, über all diese Geschichten? Ja, also Epstein war da bekannt und auch die Beziehungen zu sehr bekannten Personen. Es wurde darüber gesprochen, aber es war im Grunde genommen ein ruhender Fall. Die Anklage damals wurde dann eben mit dieser sehr leichten Haftstrafe beantwortet. Es wurde ein Deal damals gemacht, dass andere nicht strafverfolgt werden können, die möglicherweise Mitwisser und Mittäter waren, damals in den Jahren 2005, 2006. Was dazu führt, dass man eben keine neuen Zeugenaussagen hatte, um gegen Epstein
dann vorzugehen, auch aus jüngerer Zeit. Aber ich glaube, es gab ein offenes Geheimnis, dass er seine Praktiken auch in New York weitergeführt hat. Sein Haus in New York wird von manchen beschrieben als ein Ort, an dem ja jemand ist, der, ich sag mal, sehr seltsame Vorlieben hat. Ein Kronleuchter im Eingangsbereich, an dem lauter Puppen hängen. Es wird von Augenzeugen beschrieben, dass das Haus, dass die Räumlichkeiten darauf angelegt waren, Sexspiele durchzuführen. Und offenbar auf einer großen Wand im New Yorker Haus ist Epstein im Gefängnis gemalt, als wolle er sich persönlich selber ständig daran erinnern, was ihm droht. Das hat möglicherweise sogar den Reiz des Ganzen für ihn dann noch erhöht. Also es war nicht unbekannt, dass da ein Problem Jeff Epstein ist. Und jeder, der aus der Vergangenheit vielleicht mit ihm zu tun hatte, hat wahrscheinlich einen großen Bogen in den letzten Jahren um ihn gemacht. Auf der anderen Seite Mitglied der New Yorker Society. Ich meine, Sie haben in der gleichen Straße, in derselben Straße gewohnt. Wie wurde da darüber gesprochen oder gar nicht? War das ein Tabu? Darüber wurde nicht gesprochen. Ich kann allerdings sagen, dass nachdem mein Buch veröffentlicht wurde, hatte ich ein Hintergrundgespräch mit einem sehr bekannten, renommierten Wall Street Journal Reporter, der zu mir sagte, weißt du, über wen du nicht geschrieben hast, mit dem müsstest du unbedingt mal sprechen, Jeffrey Epstein. Und da habe ich gesagt, Epstein, der Pädophile? Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt alles nicht, das ist alles total übertrieben, halb so wild. Der ist wirklich interessant. Und ich habe gedacht, nein, ich möchte mit so jemandem gar nicht in Verbindung gebracht werden. Aber offensichtlich hatte er dadurch, dass er in der Gesellschaft so verankert war, auf vielen verschiedenen Ebenen, hatte er sozusagen einen kollektiven Leumund. Und vielleicht die Leute haben nicht glauben können, dass das wirklich so schlimm ist. Aber wenn man muss davon ausgehen, es gibt noch keine Beweise, die öffentlich sind, aber sie haben ja viele Aufnahmen, CDs, DVDs aus dem Safe rausgeholt. Da standen jeweils die Mädchennamen drauf plus und dann die Namen von Männern. Wir müssen davon ausgehen, dass sehr bekannte, renommierte, einflussreiche Persönlichkeiten impliziert sind. Und was Herr Thewissen eben erwähnte, der Deal damals in Florida, das Interessante und das noch nie vorgekommen ist, die Straffreiheit wurde zugesichert allen, die irgendwie Komplizen waren. Das ist und das ohne Wissen der Opfer, weswegen jetzt die Anwälte sagen, dieser Deal ist unrechtlich, also illegal. Ist illegal, weil ja, Opfer müssen dann zumindest müssen davon wissen. Absolut. Und zustimmen. Gibt Bilder offenbar heimlich aufgenommen, die dieser Tage kursieren. Das ist Epstein, der gerade aus seinem Haus tritt, in Begleitung einer sehr jungen Frau. Was können Sie uns über diese Bilder sagen, Frau Navidi? Ich habe die auch jetzt kürzlich zum ersten Mal gesehen. Die müssen ja schon länger auch kursiert sein. Aber es kursieren ja auch immer noch die Gerüchte von den Geheimdienstkontakten und sein Vermögen. Es ist ja nicht klar, woher das kommt. Und er hatte mit das größte Haus zu einem Zeitpunkt, was es in Amerika, in New York gab. Das Gegenwert? 79 Millionen Dollar. 79 Millionen. Er hatte zwei große Privatjets, einen kleinen Learjet. Er hatte zwei Helikopter, davon war einer sehr groß. Er hatte zwei Inseln. Emma, kennst du diese Bilder? Ich habe sie auch in den letzten Tagen zum ersten Mal die gesehen. Die Identität dieser jungen Frau? Ich kenne nichts Näheres. Mhm. Hier muss man noch mal sagen, das alles wäre nicht an die Öffentlichkeit gekommen, wenn nicht Reporter des Miami Herald dran geblieben wären an der Geschichte von damals, versucht haben, in Kontakt zu treten mit Opfern, Opfer vor die Kamera bekommen haben, die dann bereit waren, auszusagen. Sonst würde Jeffrey Epstein wahrscheinlich seine Praktiken auch heute problemlos weitertreiben. Mhm. Guck mal, das ist hier, so, das ist die Szene, von der, da sehen wir es aufgehellt, von der britische Reporter und auch Ermittler glauben, dass es sich um Prince Andrew handelt. Was können Sie uns darüber sagen? Prince Andrew war ganz eindeutig über lange Zeit sehr eng mit ihm befreundet. Da gibt es ganz viele Privatjet-Nachweise, dass sie zusammen geflogen sind, dass er auf der Insel war. Da sind sie zum Beispiel in New York im Central Park, gehen sie spazieren. Also die waren ganz eng, das kann Andrew nicht bestreiten. Obwohl Epstein zu dem damaligen Zeitpunkt schon ein verurteilter Pädophiler war. Absolut. Was also Andrew demzufolge wusste.
Natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, wenn man in diesen Häusern war, dann konnte man nicht übersehen, was sich da abgespielt hat, weil da überall an der Wand auch Fotos waren von jungen Mädchen oben ohne, oder ein Mädchen soll nicht älter als 6 Jahre gewesen sein in einem Kleidchen. Das war so schlimm, das haben sie nachher pixeliert. Das waren Aufnahmen vom FBI. Und Teil des Deals in Miami war auch, dass Donald Trump mit dem FBI zusammenarbeiten sollte und dort als Informant tätig sein sollte. Mhm. Was Epstein dann tatsächlich dem FBI weitergegeben hat, das weiß man nicht. Aber das war auch ein Argument dafür, warum der Deal so milde ausgefallen sein soll. Wir reden über Epstein, ne? Nicht über Trump. Wir reden über Epstein. Über Epstein, ja, nur um das noch mal juristisch klarzuziehen. Donald Barr, Sie können uns was dazu sagen. Auch die Kollegen der Frankfurter Rundschau haben darüber berichtet. Der Vater des jetzigen Justizministers, William Barr, der Schuldirektor war an der Schule, in der Epstein als Mathematiklehrer arbeitete, ohne je ein Studium absolviert zu haben. Ja, es ist völlig unglaublich. Also der Mann, den Donald Trump jetzt zum Justizminister gemacht hat, der absolut korrupt ist, der schon den Mueller-Report, der Donald Trump belastet hat, weiß gewaschen hat, dieser Justizminister, sein Vater, war damals Rektor an einer Eliteschule in Manhattan, wo die ganzen Reichen ihre Kinder hinschicken. Das heißt, da sind die besten Lehrer des Landes. Und dieser Rektor, also der Vater des jetzigen Justizministers, hat Epstein eingestellt. Also Epstein, der aus dem Nichts kam, wurde praktisch in den Stand der Gesellschaft, der New Yorker Gesellschaft, integriert über diese Schule, obwohl er nicht einmal einen College-Abschluss hat. Der hatte 2 Colleges besucht, hatte keinen Abschluss, war dann Mathematik- und Physiklehrer. Und jetzt haben wir den Justizminister, den Sohn desjenigen, der ihn in die Gesellschaft geholt hat, und der präsidiert jetzt sozusagen über seinen Tod im Gefängnis, den angeblichen Suizid. Also je mehr man sich mit diesem Fall beschäftigt, desto näher kommen dann die Einschläge. Und es gibt Material, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Die Kollegen von NBC haben das jetzt nochmal zusammengetragen, haben in ihren Archiven geforscht und haben Bilder gefunden, die, glaube ich, so der breiten Öffentlichkeit gar nicht bekannt waren. 92, Palm Beach, auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago. Da feiert Trump gemeinsam mit Cheerleadern. Und Epstein kommt zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Und wir zeigen Ihnen einfach mal diesen Beitrag im Originalton. Schauen Sie mal. Tape in the NBC archives of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. Donald! 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 The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in, show inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Donald Trump knew the cameras were there. In the video, he makes a point to draw Epstein's attention to them. And the video captures Donald Trump and Epstein chatting while watching a group of women at the party dance. It's not an image that matches Trump's declaration that he was not a fan of Epstein's. Schmierig. Bitte? Schmierig. Und das war ein PR-Film. Das war, nachdem Donald Trump einige Pleiten hingelegt hatte und er wollte ein Comeback machen in der Gesellschaft. Und deswegen waren die Kameras da. Also nach seiner Auffassung damals steht er in diesem Film auch noch besonders gut da. Mhm. Die Frage, die Umstände des Todes von Jeffrey Epstein, ranken sich auch jetzt schon viele Gerüchte darum. Viele, die sagen, das sind Verschwörungstheorien, oder ist das ernst zu nehmen, wenn Leute sagen, das geht gar nicht, der kann sich gar nicht selbst das Leben genommen haben? Also der Gerichtsmediziner in New York oder Gerichtsmedizinerin sagt ganz klar, das war Suizid. Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Mhm. Es sind Knochen im Nacken gebrochen. Das passiert nicht bei jedem Erhängen. Das kann aber passieren beim Erhängen. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz, wo das tatsächlich geschieht. Und wie gesagt, keine Hinweise darauf, dass Fremdeinwirken vorliegt. Deswegen, da sind viele schon zu Kurzschlüssen gesprungen in den letzten Tagen und Wochen und haben rumspekuliert. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, dass eher alles darauf hindeutet, dass es Suizid war. Die große Frage ist, warum wird er von der 24-Stunden-Beobachtung
die es vorher gegeben hat, wegen Suizidgefahr. Er hat offenbar ja schon einen Versuch unternommen gehabt, wenige Wochen zuvor. Warum wird er aus dieser Beobachtung wieder herausgenommen? Heißt im Umkehrschluss, er wird nicht mehr mit Kameras 24 Stunden beobachtet. Es sind nicht mehr Wärter, die alle halbe Stunde mal schauen gehen. Es gibt dann auch andere Vorschriften, was die Möbel in einer Zelle angehen, auch die Kleidungsstücke, die er hat. Er hat dann wieder Schnürsenkel, möglicherweise auch einen Gürtel und Ähnliches. Das heißt also, wenige Tage bevor er den Selbstmord begangen hat, hat man alles so wieder genehmigt, was ihm den Selbstmord erst ermöglicht hat. Gibt es andere, die sagen, genau aus den genannten Gründen, das kann eigentlich gar nicht sein? Was spricht dagegen? Also es gibt auch Experten, Mediziner, die sagen, man kann jedenfalls Mord nicht ausschließen, denn es sind drei Knochen gebrochen im Nacken. Und das kommt äußerst selten vor. Es ist zwar möglich bei einem Erhängen, aber dann doch aus hoher Höhe, wo das Körpergewicht den Hals sozusagen bricht oder das Genick. Und nicht, wenn man sich von einem Bettpfosten im knienden Zustand sozusagen die Luft abwirkt. Das ist das eine. Das andere, wenn man sagt, das war Suizid, dann trotzdem stellt sich die Frage, warum alle Umstände geschaffen wurden. Also da, die Wächter sind zwei, die auf Schicht waren, die sind beide eingeschlafen für drei Stunden, obwohl sie alle halbe Stunde nachschauen sollen. Mhm. Also da kamen ganz viele Sachen zusammen und Barr soll auch zwei Wochen vorher, also der Justizminister soll zwei Wochen vorher das Gefängnis besucht haben und es gibt auch einen bekannten, wie sagt man, Insassen in dem Gefängnis, ein Häftling, Gotti, der sagt, der Barr hat sich mit Epstein getroffen, was ja unglaublich wäre. Und jetzt ist die Sache auch noch die, als Justizminister, die Materialien, die beschlagnahmt worden sind in Epsteins Haus, aus seinem Safe, also die ganzen DVDs, die Film- und Fotoaufnahmen, über die weiß Barr jetzt Bescheid und kann Donald Trump Auskunft geben über Erpressungsmaterialien, über die sie möglicherweise jetzt die Handhabe haben. Dieses Material scheint tatsächlich sehr kompromittierendes Material zu sein. Ein Reporter einer New Yorker Zeitung, jetzt vergessen welche, hat jetzt ein Interview veröffentlicht, ein Gespräch, das eigentlich nur ein Hintergrundgespräch sein sollte zwischen ihm und Jeffrey Epstein, in dem Epstein mit dem Satz zitiert wird, ich habe jede Menge Schmutz über mächtige Leute. Also ein Fall, der uns noch lange beschäftigen wird. Ich danke erstmal ganz, ganz herzlich bis zu diesem Punkt. Vielen Dank. Wow. Yeah, this is cool.